Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf diesem Kanal. Wir spielen Beholder. Es ist ein Indie-Spiel und eine Mischung aus Strategie, Adventure und Simulation. Ich habe das Spiel schon einige Zeit im Auge gehabt, aber mich noch nicht so wirklich rangetraut. Ich habe mal ein ähnliches Spiel gespielt, nennt sich The Swore of Mine. Ist, glaube ich, von der Spielweise her relativ ähnlich, relativ düster. Beholder heißt Betrachter, Zuschauer und genau das wird die Aufgabe in diesem Spiel sein. Wir sind ein Verwalter, der in einem totalitären Staat, ja, einem Häuserblock zugeordnet wird und deren Mieter überwachen soll, Informationen für den Staat beschaffen soll. Und ja, es ist wie gesagt ein sehr, sehr düsteres Thema, deswegen habe ich mich bisher noch nicht wirklich rangetraut. Aber ich denke, wir versuchen das Ganze einfach mal gemeinsam. Und ich habe noch kein bisschen reingeguckt, ich habe keine Ahnung, was uns wirklich erwartet, was wirklich passiert. Ich werde das erste Mal ein neues Spiel starten. Regierungselite. Erlebe die Originalatmosphäre des Spiels mit schwierigen Entscheidungen und Herausforderungen. Oder im Training. Auftauphase im Staat reduziert die Kosten und erhöht das Einkommen. Ich würde sagen, wenn schon, denn schon, knallhart von Anfang an. Ich werde es wahrscheinlich bereuen, aber wir probieren es einfach. Kamera kam mit den Tasten. Wer ist D? Okay. Sehr geehrter Herr Stein, mit Freuden teilen wir Ihnen mit, dass Sie zum Hausmeister eines Klasse-D-Wohnkomplexes in der Kruschwitze Straße 6 ernannt wurden. Was ein Name. Sie müssen sich sofort dorthin begeben und mit der Arbeit beginnen. Wir haben Ihnen und Ihrer Familie eine Wohnung im Kellergeschoss zugeteilt. Das ist aber nett. Das experimentelle Mittel, das wir Ihnen während Ihrer medizinischen Untersuchung injiziert haben, unterdrückt das Schlafbedürfnis. Somit können Sie mehr Zeit damit verbringen, Ihrem Vaterland zu dienen. Wir freuen uns, Sie in den Reihen der Elite des Staatsapparates begrüßen zu dürfen. Ministerium für Zuweisung. Mit Freuden teilen wir Ihnen mit, dass Sie zum Hauswirt eines Klasse-D-Apartmentkomplexes in der Kruschwitze Straße 6 ernannt wurden. Sie müssen sich sofort dorthin begeben und mit der Arbeit beginnen. Wir haben Ihnen und Ihrer Familie ein Apartment im ersten Stock zugeteilt. No. Das experimentelle Mittel, das wir Ihnen während Ihrer medizinischen Untersuchung injiziert haben, unterdrückt das Schlafbedürfnis. Somit können Sie mehr Zeit damit verbringen, Ihrem Vaterland zu dienen. Ja, man sieht schon, allein dadurch, dass alles schwarz-weiß gehalten ist oder in Grautönen, es ist ein sehr, sehr düsteres Spiel. Bruno Hempf als stellvertretender Leiter des Ministeriums. Warum gucken wir so grummelig? Wir freuen uns, Sie in den Reihen der Elite des Staatsapparates begrüßen zu dürfen. Ministerium für Zuweisung. Ministerium für Zuweisung. Gibt es so ein Ministerium bei uns? Ich weiß es gar nicht. Durch das Sprechen mit Mietern lassen sich nützliche Informationen herausfinden. Ich dachte, wir beobachten hauptsächlich. Ist es nicht verdächtig, wenn wir dann die ganze Zeit mit denen sprechen? Okay, neue Anordnung der Regierung erhalten. Das ist Ihr Boss. So sieht er auch aus. Klicken Sie auf ihn, um mit ihm ein Gespräch zu beginnen. Wenn ein Ausrufezeichen bei einem Charakter erscheint, hat er oder sie eine Aufgabe für Sie. Also ein typisches Questzeichen. Bruno Hempf.
Sie müssen kahl sein. Einen schönen Nachmittag wünsche ich. Im Namen des Ministeriums für Ordnung möchte ich Sie in Ihrer neuen Position willkommen heißen. Was geht hier vor? Wir vertreiben Ungeziefer aus dem Haus. Das geht Sie nichts an. Aha. Ungeziefer. Ablehnen, zustimmen. Wir stimmen mal zu. Wie Sie wünschen. Ihr Vorgänger kam mit den einfachsten Aufgaben nicht zurecht. Wenn eine Person eine wichtige Stelle besetzt und mit den einfachsten Aufgaben nicht fertig wird, kann das nur eine Folge haben. Das hat er absichtlich gemacht und wurde somit zu einem Verbrecher. Ab jetzt unterliegen alle Taten der Mieter ihrer Verantwortung. Und mit alle meinen Sie das... Meinen Sie was genau? Mit alle meinen wir auch wirklich alle. Sie folgen ihnen auf Schritt und Tritt und dokumentieren jegliche verdächtigen Aktivitäten. Natürlich nur, wenn sie sich einen Ruf als guter Staatsdiener verdienen möchten. Wenn sie einen perfekten Hausmeister sein möchten, dann dokumentieren sie Hobbys, Interessen und sogar Konversation. Wie soll ich das machen? Beobachten und aufzeichnen. Überwachungskameras helfen dabei. Wir fangen ganz vorne an. Haben Sie je zuvor einen Wohnhauskomplex verwaltet, Karl? Benötigen Sie meine Hilfe? Warum heißen wir eigentlich Karl? Nichts gegen den Namen Karl, falls einer von euch Karl heißt, aber es erinnert mich immer an zwei Lamas. Um Hilfe bitten natürlich, wir kennen dieses Spiel nicht, ich habe wie gesagt noch nicht reingeguckt, deswegen um Hilfe bitten. Ich benötige Ihre Hilfe. Ich werde Ihnen helfen, aber seien Sie wachsam und lassen Sie sich nichts entgehen. Hier ist Ihr Dienstbuch. Es befindet sich auf der rechten Seite des Bildschirms. Okay. Blättern Sie durch die Reiter und werfen Sie einen Blick hinein. Das machen wir mal. Aufgaben, mit Ihrem Vorgesetzten reden. Unser Profil, Keller, Wohnung 1, Wohnung 2, Wohnung 3, da leben auch schon Leute drin. Anna Stein, das ist unsere Frau, Hausfrau, Alter 40. Meine liebe Frau ist immer für mich da, aber man diskutiert besser nicht mit ihr. Macht man besser nicht mit Frauen. Und das sind dann wohl wahrscheinlich wir. Patrick Stein, nein, das ist unser Sohn, Alter 17, Universitätsstudent, mein ältester Sohn. Er studiert gerade Ingenieurswesen. Er ist ein liebevoller und leidenschaftlicher junger Mann. Ich habe, glaube ich, noch nie so einen Vater über einen Sohn reden hören. Liebevoll? Naja, okay, aber leidenschaftlich? Und die Tochter, Martha Stein, Alter 6, bleibt bei Mutter daheim. Meine geliebte Tochter, nach ihrer Geburt wurden wir glücklicher. Oh. Und in der Wohnung 1, wen haben wir denn da? Maria Schimmer, 35, Philologe, Frau des ehemaligen Besitzers. Oh. Klaus Schimmer, Alter 40, Tabakverkäufer, ehemaliger Besitzer des Apartmentkomplexes. Den haben wir dann jetzt sozusagen entmachtet. Einfach mal sein Haus übernommen und uns im Keller einquartiert. Total professionell. Wohnung 2, da haben wir den Jakob Manischek, 45, arbeitslos. Ein wirklich schlüpfriger Typ. Das ist Klischee. Wohnung 3 haben wir Rosa Ranek, Alter 71, Kantinenköchin, eine süße alte Dame. Gerade die sind immer die gefährlichsten. Und Marc Ranek, 65, Angestellter des Archivs, ein respektierter Angestellter des Archivs. Okay, der sieht aber irgendwie seltsam aus. Okay, Wohnung 4, Wohnung 5, Wohnung 6 haben wir offensichtlich noch nicht zur Verfügung, müssen offensichtlich repariert werden. Dann haben wir die Verordnung der Regierung, Verordnung Nummer 6037 vom 1. September 1984. Da war ich noch nicht mal auf der Welt. Es verstößt gegen das Gesetz, Kriminellen Unterschlupf zu gewähren oder ihre Taten zu vertuschen. Ein Verbrecher wurde entdeckt. Vertuschung von Verbrechen. Okay, ich denke, das ist dann wahrscheinlich so ein bisschen unsere Arbeitsanweisung, was wir dürfen, was wir nicht dürfen, worauf wir zu achten haben. Gut, und das da? Ist irgendwie nichts, es blinkt aber so komisch. Es blinkt grundsätzlich, wenn man es anklickt. Alles klar. Blättern Sie durch die Reiter, haben wir gemacht. Danach setzen wir unser Gespräch fort. Habe ich gemacht.
Vielen Dank. Das habe ich alles schon gemacht. Wir waren schneller. Kommen wir zurück auf die Überwachung. Installieren Sie Überwachungskameras in Ihrem Haus, um sich die Arbeit zu erleichtern. Laut unserer Dokumente hat Ihr Vorgänger 2 Exemplare erhalten. Sie finden sie in Ihrem Büro, welches sich rechts neben diesem Zimmer befindet. Okay? Können wir da einfach hingehen? Oh, die Kamerabewegung ist relativ schnell, muss man sagen. Sie können Möbel untersuchen, klicken Sie auf den Schreibtisch und anschließend auf die Lupe. Gut. Da kommen wir angetrottet. Klicken Sie auf den Gegenstand, um eine Beschreibung darüber zu lesen. Klicken Sie auf die Schaltfläche nehmen, um den Gegenstand in Ihrem Inventar zu verstauen. Okay, ich habe auf den... Ach, hier ist die Beschreibung. Alles klar. Überwachungskamera, mittelgroßer Sichtbereich, Videoaufzeichnung. Verfügbar. Nehmen wir. Beide nehmen wir. Also ist unsere Aufgabe, mit dem Vorgesetzten reden. Wir haben jetzt also 2 Kameras. Super, Sie haben die Kameras gefunden. Installieren Sie sie im Speisesaal. Folgen Sie mir. Speisesaal ist auch schön ausgeschildert. Das ist für mich nicht verkehrt. Noch lache ich wahrscheinlich hier bei dem Spiel. Klicken Sie auf Feuermelder und wählen Sie anschließend eine Kamera zur Installation. Klicken Sie auf den Papierkorb, um die Kamera zu entfernen. Ich weiß gar nicht, ob das hier gut ist oder ob die hier hinten in der Ecke besser wäre. Oder sollen wir sie grundsätzlich hier... Ah. Dann wohl grundsätzlich hier. Wir überwachen den kompletten Speisesaal. Sie machen das gut. Ja, ausgezeichnet. Hier ist Ihre erste Belohnung. Reputationspunkte 100. Geben Sie Ihr Geld für Dinge aus, die Sie brauchen. Diese finden Sie beim Händler. Sie erhalten Überwachungskameras, wenn Sie Reputationspunkte verdienen. Reputationspunkte zeigen Ihren Ruf. Sie bekommen sie für die Erfüllung von Aufgaben. Sie können sie auch zu persönlichen Zwecken nutzen, um die Leute um sich dazu zu bringen, was sie möchten. Leider habe ich einige Sachen im Ministerium zu erledigen. Auf jeden Fall können Sie mich zu jeder Zeit aus unserem Büro über Ihre Privatleitung anrufen und mich alles fragen. Übrigens, Karl, ich empfehle Ihnen stark, den Hörer abzunehmen. Oh oh. Merken Sie sich, wir beide dienen zuvorderst unserem großartigen Volk und die Erfüllung von Richtlinien und Weisungen vom Ministerium ist für uns genauso wichtig wie Brot, Wasser und Luft. Jetzt zum Wichtigsten. Manche Mieter sind gefährlich. Ihr Vorgänger war seiner Aufgabe nicht gewachsen. Wir hoffen, dass Sie es besser machen werden. Sagen Sie mir mal wie. Wir sind irgendwie ein bisschen patzig sind wir schon. Als erstes beobachten Sie die Mieter aufmerksam. Reichen Sie einen Bericht ein, sobald Sie Beweise gesammelt haben. Die Polizei übernimmt den Rest. Unter uns, unser großartiger Staat kann allen sehr dankbar sein, die ihre Arbeit gut machen. Das Ministerium kann bei Fälschung und Erpressung ein Auge zudrücken, wenn Sie Ihr Ziel damit leichter erreichen. Das ist nicht das, was ich von dieser Arbeit erwartet habe. Ist jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt die beste Arbeit, deswegen wir fügen uns jetzt erstmal. Ich werde mein Bestes tun. Ich mag Ihren Enthusiasmus. Beeilen Sie sich aber nicht, unsere Abteilung anzurufen. Sie können immer Ihren weisen Tutor nach einem Rat fragen. Eine letzte Anweisung. Der Schlüssel, den ich Ihnen gegeben habe, öffnet jede Tür im Gebäude. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Mieter Ihre Wohnung verlassen haben, bevor Sie betreten. Ach so, wir gehen direkt in die Wohnungen rein. Das ist aber... krass. Viele Bürger glauben immer noch, dass ihr Privatleben nur sie etwas angeht. So soll es sein. Los ans Werk. Das ist... Da kommt unsere Familie. Unsere Aufgabe. Mein Vorgesetzter hat gesagt, ich soll das Ministerium anrufen, um Anweisungen zu erhalten. Benötigte Aktion. Das Ministerium anrufen. Unsere Tochter futtert gerade ordentlich. Und unsere Frau kocht. Wer ist er?
Wer ist er? Kann ich mit ihm reden? Nein, er liest. Er liest irgendwas. Ich kann ihn aber nicht anklicken. So, wir sollen das Ministerium anrufen. Da ist das Telefon. Machen wir mal. Ordnungsministerium, Ihr Anruf wird angenommen. Hallo Karl. Sie haben Ihre Hauptpflichten erfahren. Sind Sie bereit für eine Aufgabe? Natürlich. Überwachen Sie Wohnung 2. Jacob, sag ich schon. Ich bin zu sehr noch mit Resident Evil. Jakob Manischek wohnt dort. Sie können die Kameras im Staatsgeschäft kaufen. Betreten Sie Wohnungen von Mietern nur dann, wenn Sie nicht zu Hause sind. Und seien Sie vorsichtig. Verwenden Sie das Mausrad, um den Maßstab zu ändern. Genau, das wollte ich schon die ganze Zeit machen, weil mir das irgendwie viel zu nahe dran war. Und im Shop können wir wohl Kameras kaufen. Mittelgroßer Sichtbereich. Wir können uns wohl nur die kleine momentan kaufen. Was haben wir hier? Elektriker-Kit, Reparaturset für Haushaltsgeräte. Tischler-Set, Reparaturset für Möbel. Neue Anordnung der Regierung unterhalten. Habe ich die jetzt gekauft? Nein, ich habe sie noch nicht gekauft. Jetzt habe ich sie gekauft. Ich denke, das reicht erstmal. Ich weiß gar nicht, wie viele Kameras wir brauchen. Ach, das habe ich damit gekauft. Verbrechen und Strafe. Beobachten Sie Jakob Manischek. Sie können Kameras im Laden kaufen. Durchsuchen Sie Apartment 2, installieren Sie eine Kamera in Apartment 2, sammeln Sie Daten über Jakob Manischek. Wir kriegen dafür $500 und 50 Reputation. So, Wohnung 2 ist... was ist denn Wohnung 2? Und wer ist er? Patrick Stein, unser Sohn, möchte über irgendwas reden. Ja, Vater. Über die Arbeit sprechen. Ich mag deinen neuen Job nicht, Vater. Dein Chef ist ein Ekel. Magst du gutes Essen und das Studium an der Universität? Trägst du neue Kleidung? Dann unterstützt du uns vielleicht? Ich werde dich unterstützen. Ich werde einen eigenen Job finden. Und wenn ich gleichzeitig studieren und arbeiten muss. Das hoffe ich. Ich hasse die Minen, Vater. Ich würde eher sterben, als wie ein Sklave zu schuften. Über die Minen sprechen? Hast du deine Meinung darüber, Bergarbeiter zu werden, geändert? Ich hasse die Minen, Vater. Ich würde eher sterben, das kennen wir schon. Nach Neuigkeiten fragen. Über das Studium? Ich habe keinen einzigen Kurs versäumt. Um ehrlich zu sein, hatte ich nicht gedacht, dass du den Platz an der Universität für mich bezahlen kannst. Sei ein fleißiger Studentensohn. Dieser Platz kostet eine Menge. Ich werde dich nicht enttäuschen, Vater. Okay, die Übersetzung ist manchmal ein bisschen seltsam. Über die Hausarbeit. Ich versuche, im Haus zu helfen. Ich habe kürzlich mit Martha gespielt. Okay, er ist also wirklich ein netter und braver Sohn und irgendwie traurig. Aber was genau ist denn jetzt, wo ist denn genau Wohnung 2? Ach, hier steht Wohnung 2, denke ich mal. Wohnung 2, alles klar. Verbrechen und Strafe, durchsuchen Sie Apartment 2. Woher weiß ich denn jetzt... Oh, ich kann hier reingucken oder klopfen. Wir gucken mal rein. Ist niemand zu Hause? Also klopfen wir mal sicherheitshalber. Es reagiert keiner. Dann machen wir auf. Okay, wir haben offensichtlich ein Zeitlimit. Hier 41 Stunden noch. Dann installieren wir mal ganz schnell die Kamera. Wie wir uns direkt der Aufgabe des Staates fügen. Was haben wir hier? Was ist das da? Objekt anklicken. Okay, was ist es? Kartenspiel und Würfel. Einige Gegenstände enthalten Infos über ihren Besitzer. Klicken Sie auf den hervorgehobenen Text, um Informationen zu sammeln. Diese werden in der Akte des Besitzers gespeichert. Betreibt gerne Glücksspiel. Jakob Manischek. Ein wirklich schlüpfriger Typ. Oh, ich glaube, da kommt er nach Hause. Wir sollten vielleicht lieber gehen. Oder wer auch immer. Klaus Schimmer. Okay, ich dachte schon, der Kollege kommt nach Hause. Was natürlich nicht so gut gewesen wäre. Können wir eigentlich... Neue Anordnung. Es ist Wahnsinn, was hier gerade... Alle Äpfel müssen vernichtet werden. Es ist illegal, sie zu lagern oder zu konsumieren. Die Schaffung von politischer Propaganda ist verboten. Es verstößt gegen das Gesetz. Okay, das kennen wir schon. Das Ministerium anrufen. Jakob Manischek, da kommt er.
Ist es also der Alte? Ist Jakob Manischek der Alte? Was können wir hier? Raucht Pfeife. Alles klar. Hups, nein, wir sind schon richtig. Unsere Frau guckt gern Fernsehen. Was ist Karl? Über die Arbeit sprechen? Es ist eigentlich immer ziemlich trist, wenn wir nur über die Arbeit sprechen. Die Polizei hat direkt vor meiner Nase ein... Ach so, das ist die Frau. Glaube ich. Die Polizei hat direkt vor meiner Nase einen Mann in Handschellen abgeführt. Das hat mir Angst gemacht. Wer war das, Karl? Der vorherige Haushausmeister. Also, er war seinen Pflichten nicht gewachsen. Was für ein Albtraum. Karl! Könnte dir nicht dasselbe passieren? Keine Sorge, meine Liebe. Ich werde ein guter Hausmeister sein. Das wird sich noch zeigen. Was können wir hier machen? Wir können unser eigenes Bett untersuchen. Da schläft doch jemand drin, oder? Das persönliche Tagebuch eines Mieters, aber das ist doch unseres. Nehmen wir das? Können wir das lesen? Ups, wir haben unserer Tochter, glaube ich, gerade das Tagebuch geklaut. Schweinerei. Wir rufen an und geben unsere Aufgabe ab. Referenz, die Nummer wählen, eine Aufgabe berichten. Ministerium für Ordnung. Glückwunsch, Ihre erste Aufgabe war ein Erfolg, Ihre Belohnung. $500 und 50 Reputation. Laut unserer Quellen verstößt Jakob Manischek gegen Staatsanordnungen. Spionieren Sie ihn mit Hilfe der Überwachungskameras aus. Wenn eine Kamera eine illegale Handlung des Mieters feststellt, verändert das Aktionssymbol seine Farbe. Klicken Sie auf das Symbol, um die Beweise der Akte hinzuzufügen. Fügen Sie die gesammelten Beweise Ihrem Bericht hinzu. Okay, also hier können wir ihn hier irgendwie beobachten. Er nimmt Medikamente oder was genau macht er da? Ich muss Beweise zusammensuchen, die belegen, dass Jakob Manischek in kriminelle Aktivitäten involviert ist und sie dann übermitteln, über Jakob Manischek berichten. Was ist das für ein Zeichen? Nimmt er irgendwelche Drogen oder... Die Herstellung von Drogen ist verboten. Naja gut, also das ist definitiv... Das klingt richtig böse. Das ist natürlich, also das ist eine Straftat, die werden wir auch nicht unterstützen. Definitiv nicht. Es gibt natürlich mehrere Lösungswege, wie man dieses Spiel spielen kann. Ob man sich jetzt dem Staat komplett beugt und jeden kleinen Bürger auskundschaftet und ausspioniert und, naja, seinen eigenen Vorteil daraus zieht. Oder ob man seine Menschlichkeit behält und... Naja, vielleicht auch mal versucht, etwas unter den Tisch zu kehren oder eventuell lieber jemand anderem was in die Schuhe zu schieben, der definitiv böser ist als der, den man jetzt gerade dran bekommen soll vom Start aus. Ich bin gespannt, wie genau das Ganze funktionieren wird und wie genau das wirklich beeinflussbar ist. Ich sehe bei mir ja schon wieder eine totale Katastrophe kommen. Okay, einen Bericht schreiben, Profil eines Mieters erstellen, Erpresserbrief. Wir wollen einen Bericht schreiben, glaube ich, oder? Ministerium für Recht und Herr. Das war der Jakob Manischek. Lebt in der Wohnung Nummer... Ach du Heilige, da muss ich mir das ja alles merken. Wohnung Nummer 2 in der... Genau. Verstoß gegen... Muss ich mir das hier echt angucken? Hier war das. Verstoß gegen 6040. Ich muss mir das jetzt aber nicht alles merken. Vom 1.9.84, genau. Im Apartment gefundene Beweise habe ich nicht. Profil, was kann ich denn da machen? Jakob Manischek, lebt in der Wohnung 2. Geschlecht, er ist männlich. Familienstand. Ich glaube, er lebt alleine. Wohnt allein. Beruf, er ist, glaube ich, arbeitslos gewesen. Richtig. Ziehen Sie gesammelte Materialien hierher. Aber so wirklich was Gesammeltes habe ich ja nicht, oder? Habe ich... Ach so, doch, ich habe... Ich habe tatsächlich was. Dann senden wir das einfach mal. Und wir haben dafür $275 bekommen. So, das Problem ist jetzt natürlich... Wir können einen Bericht schreiben, aber ich glaube... Dafür brauchen wir...
Ein Beweis, richtig? Oh, hier ist irgendwie was im Briefkasten. Er ist immer noch zu Hause. Können wir hier hingehen? Was haben wir denn da? Der Sohn des Leiters der Gewerkschaft für Bergarbeit wurde bewusstlos aufgefunden. Nach dem Verbrechen ihn laut Berichten mit Drogen vollgepumpt hatten. Derzeit wird er im Krankenhaus behandelt und rehabilitiert. Das Ministerium für Ordnung rät den Bürgern, aufmerksam zu sein und jegliche Handlung bezüglich der Herstellung und Verbreitung von Drogen anzuzeigen. Bedenken Sie, Ihr Kind könnte das nächste Opfer sein. Ja, Patrick Stein. Können wir hier vielleicht unauffällig reingucken? Ich meine, er ist ja zu Hause, glaube ich. Ja, er steht hier hinten. Was natürlich, was haben wir denn hier? Eine Pflanze, die können wir untersuchen. Haben wir da irgendwas Geheimvolles, Geheimnisvolles? Ein Tagebuch eines Mieters? Ach, das könnten wir da reintun. In der Topfpflanze ist nichts. Da könnten wir also wahrscheinlich etwas deponieren. Unser Sohn liest die ganze Zeit. Und was ist das? Eine Brille. Der Rahmen ist minderwertig und wurde schon mehrmals repariert. Wir nehmen unseren Kindern einfach alles weg. Das macht man so in totalitären Staaten, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Bericht schreiben kann. Einen Bericht schreiben über den Herrn Manischek, der in Wohnung 2 lebt und gegen 6040 verstoßen hat vom 1.9.84. Genau, ich müsste jetzt rein theoretisch da etwas reinziehen, aber wir haben im Moment noch nichts. Der Gute sollte vielleicht mal die Bude verlassen, das wäre ein Vorteil. Klaus Schimmer. Ich weiß noch nicht so recht, wie wir das anstellen sollen. Wo sind wir denn jetzt? Ach, da. Irgendwo im Treppenhaus verschwunden. Also ja, er ist ja definitiv zu Hause und raucht Pfeife und... Vielleicht können wir einfach mal klopfen. Ich weiß ja nicht, was das bringen soll. Vielleicht macht er uns ja auf. Ja, der Schnellste ist er ja nicht, also. Guten Tag, der Herr. Ich möchte nur die Kameras überprüfen. Hat er irgendwas zu sagen? Was wollen Sie? Bekannt machen? Ja, das machen wir mal. Wer sind Sie? Na, Ihr Vermieter. Darf ich mich vorstellen? Ich heiße Karl und ich bin der neue Hausmeister. Habe ich einen Wettbewerb mit dem Titel "Wen interessiert es, wer der neue Hausmeister ist" gewonnen? Ihre Geschäfte sind mir egal. Okay. Warum spionieren Sie hier rum? Haben Sie nichts Besseres zu tun? Es ist meine Pflicht, mich um das Haus zu kümmern. Sehen Sie sich vor. Ihrer Familie könnte etwas Schlimmes zustoßen. War das eine Drohung? War das... Hat er uns gerade tatsächlich gedroht? Das ist... Also jetzt versuchen wir den auf jeden Fall irgendwie... erfahren, was passiert ist. Karl, wer wohnt in Wohnung 2? Jakob Manischek, eine sehr unangenehme Person. Unangenehm ist das falsche Wort. Ich bin mit ihm in der Küche allein geblieben und er hat mir so viel erzählt. Dieses Schwein hat versucht, sie zu begrapschen? Wahrscheinlich unsere Frau? Das kann nicht wahr sein. Er hat die Art von Gesicht, die dich glauben lässt, er wäre zu allem fähig. Was ist denn, wenn er es auf Martha abgesehen hat? Sie spielt oft neben dem Eingang. Es ist zu unanständig, überhaupt darüber nachzudenken. Was für ein Dreckskerl. Ich kümmere mich darum. Herrje! Der hat unsere Tochter ausspioniert. Also, auf unsere Tochter geguckt. Also das ist natürlich... Also ja, der ist mir auf jeden Fall unsympathisch. Und der... Aber das Problem ist, ich kann ja keinen wirklichen Bericht senden. Außer ich habe irgendwas anderes. Das Singen vor dem Ministerium für Ordnung ist verboten. Die Herstellung von Drogen ist verboten. 6040.
Und das ist ja der gute Jakob Manischek in Wohnung 2. 6040. Das Problem ist, ohne Beweis kann ich da nichts machen. Also, es hieß ja irgendwie, um den Beweis hinzuzufügen, muss man da hinklicken, während er das macht. Aber hatte ich das nicht eigentlich gemacht? Also... Naja, dieses seltsame Mysterium mit Jakob Manischek werden wir in der nächsten Folge ergründen. Die erste Folge ist ein bisschen länger, denke ich, wenn ich das so sehe. Die zweiten Folgen werde ich auch circa so auf 20, 25 Minuten halten. Ich weiß nicht, wie lange dieses Let's Play wirklich wird, wie groß dieses Let's Play wirklich wird. Und ich muss sagen, ich weiß auch noch nicht, wann genau ich es rausbringe. Wahrscheinlich wird es so ein kleines... zwischendurch Let's Play, dass ich vielleicht jeden zweiten Tag habe ich mir überlegt rauszubringen, um einfach ein bisschen Abwechslung reinzubringen in die Folgen, die es momentan so auf meinem Kanal gibt. Und ja, das war sozusagen der erste Einblick in Beholder. Jetzt muss ich gerade tatsächlich über den Namen nachdenken. Mein Gehirn. Ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich hoffe, ihr seid neugierig, wie es weitergeht mit Jakob Manischek, der unsere Tochter ins Auge gefasst hat. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao.